Ich möchte dir zeigen, wie ich vorgehe, wenn ich ein Porträt malen möchte. Und zwar schneide ich mir etwas aus der Zeitung und ermittle die Verhältnisse, zum Beispiel, also das ist jetzt mein Bildformat, das ist länglich. Jetzt schaue ich, wie groß ist der Kopf jetzt zum Beispiel in diesem Bild und das Verhältnis zu der Seite. Wie lang ist der Hals? Wie ist das Verhältnis zwischen dem Ellenbogen im Vergleich zum Gesicht? Oder Unterarm oder die Handfläche. Also ich setze alles in Verhältnis zueinander, so dass ich genau die Größen übertragen kann auf meine Leinwand oder auf meine Tapete. Ich übertrage das Porträt mit Aquarellkreide. Ich habe die weiße Kreide genommen und deswegen sah man die Linien nicht so sehr. Und jetzt geht es mit Acrylfarbe los. Ich habe helle Töne, helle beige Töne genommen und mache erstmal die erste Schicht der Farbe, so dass ich sehe, wie tatsächlich das Bild aussehen wird, und prüfe noch, ob die Verhältnisse stimmen, und dann geht es ans Ausmalen. Wenn du ein Anfänger bist und dich zum ersten Mal an dieses Arbeitsfeld herantasten möchtest, dann würde ich dir raten, versuche erstmal ganz grob deine Masse zu übertragen, so dass du erstmal nur den Kopf und den Rumpf und die Körperhaltung darstellst und dass das auch im Verhältnis zu deinem Bild, also zu den Seiten, passt und stimmt. Und alles andere, die Feinsachen, Haare, Augen, Nase, Mund, Hände, das kannst du alles später machen. Also mache wirklich kleine Schritte, so dass du nicht enttäuscht wirst. Ne? Das wollen wir nicht, das wollen wir wirklich vermeiden. Von daher grobe Linien, abstrakte Formen, und nach und nach kannst du dich am Ausarbeiten immer näher herantasten.